20 Jahre lang betrieben Rainer Kohlitz und Olaf Gedert eine Museumsgalerie auf dem Schlossgutshof in Bernau-Börnecke. Das war irgendwann aus verschiedensten Gründen nicht mehr möglich. Durch den Kontakt mit dem Lauchemaraner Verein Eisenkraut verschlug es sie 2017 auf den Freier vom Steinplatz nach Lauchhammer Ost. Aus einer Bauruine erschufen sie in Eigeninitiative hier eine neue Museumsgalerie. Hier geht es um Kultur und um Kunst. Kultur kann jeder für sich selber einordnen, in welche Kaste oder in welcher Ebene man seine Kultur sucht. Aber die Leute, die zu uns kamen, haben hier Wärme, Behaglichkeit und irgendwo eine bodenständige Gemütlichkeit gefunden, untereinander. Unter dem Dach der Museumsgalerie will man in Kürze zwei Vereine gründen. Der Kunstverein soll eben autodidakte Künstler bevorzugt irgendwo ausstellen, weil die anderen ja ihre Wege schon, also die schulischen Künstler, ihre Wege schon gefunden haben. Wir wollen aber zeigen, dass Leute im Verborgenen manchmal größere Künstler sind als die, die jahrelang auf die Schule gegangen sind. Die Bilder, die hier ausgestellt sind, kann man auch käuflich erwerben. Das Angebot an Bildern in verschiedensten Preisklassen ist enorm. Wir haben so ein hohes Aufkommen von Stilrichtungen in unserer Ausstellung, dass es eigentlich mit dem Teufel zugehen müsste, wenn nicht einer sagt, das ist aber etwas, was mich besonders anspricht. Und dann soll die Museumsgalerie auch eine Art Begegnungsstätte sein. Und so gründen wir einen Verein für, ach, das klingt so blöd, vereinsamte alte Leute, die sich nur noch mit dem Fernseher unterhalten oder der Postfrau sehnsüchtig zujubeln, um ein Wort zu erhaschen, weil andere im Haus nicht mehr vorhanden sind. Ja, hier ist eine Gegend, da leben die Leute alle alleine in einem Haus und warten, dass die Enkelkinder oder die Kinder irgendwann mal wieder vorbeikommen. Denn das ist aus der Zeit, wo die Leute eigentlich hier aus dem Arbeitssystem ausgegliedert wurden. Und so haben sich die Kinder woanders, in Österreich, in Leipzig, in Dresden, überall eine Arbeit gesucht. Und somit ist das hier manchmal auf den Straßen wie ausgestorben. Und das wollen wir hier abfangen. Diese Leute sollen hier ein Zuhause finden, nach ihrem Geschmack und nach ihrer Zeiteinteilung. Wir legen also hier nicht fest, um die Uhrzeit hat jemand zu kommen. Nein, hier sollen die Leute reinkommen und sagen, ach Frieda, du bist auch hier, komm, dann setzen wir uns mal. Und wenn es Vereinsmitglieder sind, gibt es auch noch einen schönen Kaffee oder mal ein Gläschen Rotwein. Ja, aber das ist nur für Vereinsmitglieder, weil wir keine Gaststätte sind. Nach Pfingsten diesen Jahres eröffnete die Museumsgalerie. Leider werden die Angebote bislang noch nicht wirklich angenommen. Doch Rainer Kohlitz und Olaf Gelert wissen, sie brauchen Geduld. Und dann muss man auch von meiner Person aus verstehen, dass die Leute erstmal argwöhnisch, misstrauisch, ablauernd sind. Und die Zeit wollen wir ihnen geben. Also es ist gar nicht wichtig, ob die jetzt im Haufen kommen. Die kommen einzeln, wir haben eine Amortisationszeit, dass das hier ein Gesamtgesicht gibt, von 3 Jahren uns gesetzt, weil der Kreis sich selber zusammenfinden muss, der kann nicht diktiert werden. Die Museumsgalerie beteiligt sich auch am städtischen begehbaren Adventskalender. Eine Idee der Stadt Lauchhammer, die im vergangenen Jahr bereits sehr gut ankam. Auf dem Freier vom Steinplatz wird dann ein lebensgroßes Krippenspiel aufgebaut sein. Wir haben sie über Jahre der Stadt Guben zur Verfügung gestellt, zum Weihnachtsmarkt. Das sind menschengroße Figuren, also die gesamte Krippe. Und die wird schön dekoriert und schön weihnachtlich dekoriert. Und wenn wir es schaffen, sind auch Leute da, die die Weihnachtsgeschichte vorlesen. Und das ist immer von 16 bis 20 Uhr im Dezembermonat geöffnet. Die Museumsgalerie ist übrigens täglich geöffnet. Telefonisch erreichen Sie Rainer Kohlitz unter 0172 46 058 47.